In Reiseprospekten und Büchern von Sri Lanka sieht man so romantische Bilder von Stelzenfischern. Um über diese Stelzenfischer einen Film zu machen, sind wir 2 Tage lang mit dem Bus in den Süden gereist. Ist das ein Motiv? Die Urkraft des Meeres? Und darüber auf wackeliger Stelze dann ein Fischer. Wir mieten in Merisse ein bescheidenes Häuschen am Meer. Willkommen. Und genießen den Tag. Und ich freue mich besonders auf morgen. Der Abend verspricht einen schönen neuen Tag. Vor Sonnenaufgang sind wir zur Stelle und warten auf die Stelzenfischer. Doch wo bleiben sie nur? Im Licht der aufgehenden Sonne tummeln sich einige Fischer in ihren Booten auf den Wellen. Die interessieren mich jetzt weniger. Stelzenfischer möchte ich haben. Indra erfährt, dass sich die Stelzenfischerei nicht mehr lohne. Für Fotoaufnahmen für 20 Euro würde schon jemand auf die Stelze klettern. 20 Euro? Das ist hierzulande ein Wochenlohn. Das steht in keinem Verhältnis. Diese Gage bezahle ich niemandem. So etwas. 2 Tage gereist und dann wieder 2 Tage zurück. Und nichts gemacht. Indra rät mir, doch selber auf so eine Stelze zu klettern. Und sie würde dann filmen. Gute Idee. Das ist für mich kein Problem. Und dann habe ich trotzdem eine Aufnahme eines geduldigen Stelzenfischers, der stundenlang auf der Stange sitzt und eben nichts fängt. Oh, an diesem Stecken ist schon lange niemand mehr hinaufgeklettert. Der ist ja total glitschig. Dann ziehe ich mich eben mit den Armen hoch. Das habe ich doch früher mühelos gemacht. Nur die Fischroute nicht vergessen. Peinlich, dass Indra jetzt filmt. Nein, das schaffe ich doch. Nein, ich muss aufgeben und dazu stehen, dass ich nicht mehr der Jüngling von dazumal bin. Ausgerechnet diese Stelze im Indischen Ozean hat mich zur Selbsterkenntnis geführt. Dass alles vergänglich ist, dass einem alles ganz langsam verlässt, ohne dass man es merkt.